Arpad, die bezaubernde Rilana, Fürst Ferenc von Bekici, seine schöne Schwester Helene und der bärenstarke Hufschmidt stehen im Mittelpunkt des verzweifelten Kampfes, den die ungarischen Bauern, die Korutzen, am Anfang des 18. Jahrhunderts gegen ihre Unterdrücker, die Türken und die Österreicher führen. Nur ein Ziel vor Augen: Freiheit für Ungarn. Herr Graf, ich habe die Botschaft des Kaisers zu überbringen, der Sie bittet, trotz des ungeklärten Endes von Graf Werneck, die Reise in die Höhle des Löwen zu wagen. Selbstverständlich, Exzellenz. Sagen Sie, Graf Wernecks Verschwinden, ist das eigentlich jemals vollständig aufgeklärt worden? Nein, das ist eine mysteriöse Geschichte. Alles, was wir wissen, ist, dass er den Fürsten nie persönlich erreicht hat. Er hat auch unsere Grenze nicht passiert. So viel steht fest. Sie tun schon lange Dienst in Ungarn, nicht wahr, Herr General? Ja, sehr lange. Und Sie wollen sicher weiterhin Dienst tun? Mindestens so lange, bis... Ja, bis die Friedensverhandlungen in Ungarn abgeschlossen sind. Und um das zu beschleunigen, habe ich den Auftrag, Sie nach Bourgogne zu beordern. Seine Majestät, der Kaiser, glaubt noch immer, man könne mit dem Fürsten Bekici verhandeln? Zugegeben. Der erste Versuch hat so gut wie nichts bewiesen. Es ist bedauerlich, dass Graf Wernick sein Ziel nicht erreicht hat. Das geben wir zu, aber wir sind heute auch der Meinung, dass entscheidende Fehler gemacht wurden. Darf man erfahren, welche Fehler? Ja, wir sind, drücken wir es mal vorsichtig aus, leider nicht den einfachsten Weg gegangen. Wir hatten zu viele Hintergedanken. Aber schwamm drüber. Reden wir nicht mehr über diese Sache. Der König von Frankreich hat einen Gesandten zum Fürsten geschickt. Was kann er ihm bieten? So etwas wie eine Allianz. Waffen? Soldaten? Eine Geldspritze. Nicht wahr? Da haben wir ihm etwas viel, viel Besseres anzubieten. Ich meine den Frieden. Tja, meine Herren, Frieden. Der Krieg ist zu Ende, machen Sie sich mit dem Gedanken vertraut. Das ist also Bourgogne. Ja. Als wir die Stadt zurückeroberten, haben wir dem Fürsten das Herz seines Landes zurückgegeben. Vorsicht! Macht Platz für den Fürsten! Und seinen Zigeunerfreund! Hä? Die Zigeuner werden noch nicht wieder in die Stadt wollen, oder? Doch, die wollen. Das wär's, Fürst. Ich sollte dir helfen, den französischen Botschafter zu finden? Bitte, Auftrag ausgeführt. Arpad, das geht nicht. Du musst mitkommen. Die Bürger von Bourgogne mögen uns nicht. Und wir sie auch nicht. Sie haben uns mit Schimpf und Schande aus der Stadt gejagt. Ich weiß. Aber ich habe befohlen, dass jeder Zigeuner die gleichen Rechte hat wie ein Ungar. Befohlen? Kann man Sympathie befehlen? Aber kommt zurück. Ich will es versuchen, Fürst. Ich glaube nicht, dass mir viele folgen werden. Ja. Bitte sehr. Gewinnen Sie für uns den Fürsten, Graf. Sie haben sehr viel zu bieten. Exzellenz, es ist unmöglich. So viele österreichische Soldaten sind in diesem Krieg gefallen. Nur für den Frieden, Herr General. Wir haben vor allem für den Frieden gekämpft. Vergessen Sie das nicht. Frieden. Das ist kein Frieden, das ist eine Niederlage. Herr General, es ist uns wohl bekannt, wie groß Ihr Hass auf Bekici ist. Aber persönliche Interessen haben in diesem Fall zurückzustehen. Aber Exzellenz... Herr General, dies sind die ausdrücklichen Wünsche seiner kaiserlichen Majestät. Exzellenz. Kann das sein? Der Gesandte aus Wien? Es ist möglich. Jedenfalls tut man sehr geheimnisvoll.
Aber ich glaube, ich habe die Möglichkeit, es herauszufinden. Wartet hier. Oh, danke sehr. Hoheit, ich möchte mich entschuldigen. Angenommen. Aber nur unter der Bedingung, dass Sie in Zukunft Ihren Attacken eine Warnung vorausgehen lassen. Der Überraschungsangriff ist die Stärke der Husaren. Und der Rückzug ist die Stärke der Frauen. Bitte. Also gut. Kommen Sie, lassen Sie uns einen türkischen Kaffee trinken. Zur Versöhnung. Hoheit, ich habe alle nötigen Vollmachten, Ihnen die Hilfe seiner Majestät Ludwig des 14. anzubieten. Danke. Er stellt Ihnen alle erdenklichen finanziellen Mittel zur Verfügung. Aber ich benötige in erster Linie Soldaten und politische Unterstützung. Danke. Oh, Verzeihung. Ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Darf ich vorstellen? Rittmeister Kelemen, meine Schwester, Marquis Lamusière, Gesandter des Königs von Frankreich. Wir gehen in den Salon. Bitte. Ein Husar? Und nun müssen Sie mich einen Augenblick entschuldigen. Ich habe keine anderen Pflichten. Die Husaren kämpfen doch auf österreichischer Seite? Ja. Rittmeister Kelemen und seine ganze Einheit sind meine Gefangenen auf Ehrenwort. Auf Ehrenwort? Der Kaiser von Österreich hat mir Verhandlungen in Aussicht gestellt. Bis zum Ende der Verhandlungen haben wir eine Art Stillhalteabkommen mit den Husaren. Und danach, wenn die Verhandlungen gescheitert sind? Sie gehen davon aus, dass die Verhandlungen scheitern. Wir hoffen, sie scheitern. Seine Majestät bietet Ihnen unbegrenzte finanzielle Unterstützung, aber Seine Majestät kann nicht offen wegen Ihrer Vorstellungen. Im Moment jedenfalls nicht. Ich verstehe. Bitte. Mit entsprechenden finanziellen Mitteln könnten Sie Ihre Waffen und Soldaten in Polen beschaffen. Vorbereitende Gespräche mit dem polnischen Gesandten sind bereits geführt. Man hat keinerlei Bedenken angemeldet. Und wenn es mir gelingt, die Österreicher zu vertreiben? Dann würde Seine Majestät Ludwig der 14. nichts lieber sehen, als wenn Sie zum König von Ungarn proklamiert würden. Mehr noch, wir wären dann zu einem langfristigen Beistandsvertrag bereit. Das Gleiche darf ich für Polen sagen. Sie werden verstehen, wenn ich um eine Bedenkzeit bitte. Aber das Wetter hat sich gehalten. Los, hier! Los, hier! Guck sie dir an. Als sie uns aus der Stadt gejagt haben, war die Anteilnahme der Bevölkerung größer. Ja, leider. Ich kann mich nur zu gut daran erinnern. Raus mit dem Zigeunerpack! 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 Wir prügeln sie zur Stadt hinaus! Ja! Ja! Akata Manusha! Dieser Spalt wieder, na warte! Setz ihn! Ja! Besser weg! Ha, ha. Komm her, du! Halt wieder ein! Hier rechts! Ha. Ja. Los, gehen Sie! Oh!
ein Glas auf seine Majestät Ludwig XIV. Und auf seinen Gesandten. Und darauf, dass Arpad mit seiner Sippe wieder nach Bourgogne zurückgekommen ist. Was will der hier? Der König von Frankreich schickt mir Geld und bietet mir dafür die ungarische Königskrone an. Und? Ich habe abgelehnt. Gut, wozu brauchst du eine Krone? Sehr wohl zu fühlen scheint sich der Gesandte nicht, oder täusche ich mich? Kannst du nicht nur das Geld nehmen? Nein, wenn ich was annehme, dann militärische Hilfe. Was ist mit den Husaren? Warum sitzt der da unten? Hast du sie freigelassen? Sie sind gefangen auf Ehrenwort, bis das Angebot der Österreicher ihrem Gewissenskonflikt ein Ende bereitet. Die und Gewissen? Das verstehst du nicht, Arpad. Ein Treueeid ist für einen Soldaten etwas Besonderes. Und du traust ihm? Solange er mir im Wort ist, sicher. Keine Sorge, Arpad. Entschuldigung. Ich bin nicht näher rangekommen. Schade, dass du nichts gehört hast. Es würde mich sehr interessieren, was da gespielt wird. Dein Husar mit dem Ehrenwort spielt auch mit. Das glaube ich noch nicht, Abad. Das kann einen ganz anderen Grund haben. Ich traue diesem Kerl nicht. Eigenartig. Die Kutsche des Generals. Mitten in der Nacht vor Bourgogne. Na, komm schon, Gräflein. Der liebe Onkel kommt am helllichten Tag mit seiner Kutsche angezockelt, als ob es zwischen Österreich und Ungarn keinen Krieg gäbe. Um diesen Zustand zu beenden, bin ich hier, mein Lieber. Hoheit, gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle? Graf Lartz, Gesandter des Kaisers von Österreich. Birgitschi. Arpad, Weißdornzigeuner. Verzeihen Sie meinen unangemeldeten Besuch, Hoheit, aber die Wichtigkeit der Botschaft, die mich der Kaiser zu überbringen beauftragte, wird hoffentlich diese Unhöflichkeit entschuldigen. Bitte. Seine Majestät, der Kaiser von Österreich, wünscht von ganzem Herzen, dass dieser Krieg, der unsere beiden Völker erschöpft und Sie, Hoheit, in den Augen Europas zum Rebellen macht, sein Ende findet. Sein tiefster Wunsch ist es, endlich Frieden zu schaffen. Einen dauerhaften Frieden zwischen Österreich und Ungarn. Darf ich? Hoheit, gute Nachrichten, wie ich hoffe. Ich weiß nicht, ob gute Nachrichten für mich auch gute für Sie sind, Herr Rittmeister. Wenn der Kaiser einen Gesandten zu Ihrem Bruder schickt, ist das eine gute Nachricht für mich, weil es meine unglückliche Situation zwischen den Lagern zu stehen beenden kann. Hoffen wir es, Herr Rittmeister. Fahr zu, Thomas. Die Botschaft des Kaisers beinhaltet zwei Dinge, und zwar einmal Frieden für Ihr gequältes Land und zum Zweiten die ungarische Krone für Sie. Das ist das zweite Mal in zwei Tagen, dass mir die ungarische Krone angetragen wird. Die Franzosen? Die Franzosen und die Österreicher. Die Ungarn scheinen gar nicht gefragt zu werden. Graf Latz,
Ich möchte Ihnen danken für Ihre Mühe und Ihren Einsatz. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe nicht die Absicht, ungarischer König von Österreichs Gnaden zu werden. So wenig, wie ich von Frankreich abhängig sein möchte. Friedensgröße Ihres Fürst, ich verbürge mich mit meiner Person, dass der Kaiser von diesem Angriff nicht die geringste Ahnung hat. Sind Sie sicher? Lassen wir das. Ich bin von Ihrer guten Absicht überzeugt, Graf Lahn. Bleiben Sie hier in Sicherheit. Schnell! Helene, Gott sei Dank. Danke. Alles in Ordnung, Fürstin? Ja, Abrat. Was ist los? Ich dachte, die Österreicher haben uns den Frieden angeboten. Frag den da, der steht auf beiden Seiten. Der muss es wissen. Sie können mir vertrauen, Fürstin. Hoffentlich. Wie konnte das passieren? Wieso haben wir nichts gemerkt? Die waren auf einmal da. Die müssen sich eingegraben haben. Was, wenn sie nachts vom Himmel gefallen wären? Ein Parlamentär! Wenn ich nur wüsste, ob der General dabei ist. Seine Kutsche ist es sicher. Die kenne ich zur Genüge. Was die wohl wollen? Warum haben sie aufgehört? Ein Parlamentär. Ah, eine neue Methode. Erst schießen, dann verhandeln. Fürst, vertrauen Sie mir. Lassen Sie mich mit denen reden. Hinter mir steht ein Regiment des Kaisers. Das können Sie nicht einfach zusammenschießen. Gut, versuchen Sie Ihr Glück. Danke. Du lässt ihn laufen? Ich muss. Als Geiseln sind Sie unbrauchbar. Wegen ein paar ungarischer Husaren werden Sie keine Rücksicht nehmen. An die Bürger von Borosjenö. Die Stadt ist vollkommen umstellt. Es gibt keinen Kommen. Ich sehe jetzt zwei Herren. Davon könnte einer der Graf Lahrz sein, der Kleidung nach. Das Tor wird geöffnet. Ein Husar kommt herausgeritten. Das könnte Rittmeister Kellerman sein. Es besteht kein Zweifel. Das ist Hauptmann Kellerman. Sie haben ihn freigelassen. Um der Gnade der Verschonung teilhaftig zu werden, sind folgende Bedingungen zu erfüllen. Erstens, alle gefangenen österreichischen Soldaten und alle Husaren sind unverzüglich freizulassen. Zweitens, die Bewohner haben sich ab sofort der österreichischen Autorität zu unterwerfen. Und drittens, die Kurutzen und Zigeuner haben die Stadt augenblicklich zu verlassen. Ihnen wird freies Geleit gewährt, sofern sich Fürst Pikitschi freiwillig stellt. Hoheit, welche Antwort darf ich übermitteln? Ah, Hauptmann Kellerman. Bringen Sie mir Ihre Antwort? Rechnen Sie nicht auf meine Hilfe. Sie stehen unter dem Diensteid des Kaisers. Im Borosjenö befindet sich ein persönlicher Gesandter des Kaisers. Graf Lahrz, ich weiß. Er wurde mir nicht vorgestellt, aber ich kenne seinen Auftrag. Und er wäre? Frieden zwischen Ungarn und Österreich. Frieden zwischen Ungarn und Österreich, vielleicht. Aber kein Frieden zwischen Fürst Bikitschi und mir. Herr Rittmeister, Sie sind verhaftet. Halt!
stehen bleiben! Fass ihn! Das Ganze gefällt mir nicht. Ich glaube, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Vor 2 Stunden wollten Sie mich noch zum König machen. Ich denke, wir sollten unsere Streitigkeiten begraben. Es geht jetzt nur darum, den Fürsten lebend ihr herauszubringen. Gut, im Moment mögen Sie recht haben, mein lieber Marquis. Ich denke allerdings, es gibt noch ein Nachspiel. Sag deinen Auftraggebern, wenn sie den Fürsten haben wollen, dann müssen sie ganz Ungarn ausrotten. Verstanden? Und sag es ihnen schnell, sonst kannst du noch ein Stück Blei mit rübernehmen. Hoheit, wir nehmen sie zwischen uns. Kein Offizier wird es wagen, den Feuerbefehl zu geben. Nein, nein, danke. Aber es geht nicht nur um mich. Es geht um meine Freunde, um meine Schwester. Fürst, wir sind in die Stadt reingekommen. Wir werden auch wieder rauskommen. Pacipe. Die Welt soll offen sein für alle. Du hast recht, Alvard. Sie werden hierbleiben, um sicherzustellen, dass der Bevölkerung nichts passiert. Hol deine Freunde. Wir treffen uns am Tor. Nichts. Nichts Neues. Absolute Ruhe. Kein Mensch zu sehen. Doch! Die machen das Tor auf, Herr General! Feuer! Feuer! Kanonen hätten die uns nicht fertig gemacht. Außerdem schmeckt mir das Essen hier draußen fast noch besser. Hier gibt's wenigstens keine Fliegen. Aber abgesehen davon werden wir trotzdem wiederkommen. So sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann werden die mich kennenlernen. Dann werde ich jeden Einzelnen persönlich nach Wien führen und dem Kaiser vor die Füße werfen. Das hast du gut gesagt.